dem Duell zwischen dem SV Werder Bremen und Eintracht Frankfurt. Die Bremer mit der 19. Teilnahme beim Frivel Cup. Eintracht Frankfurt zum 11. Mal dabei, also nicht ganz so eine große Turnierhistorie wie die Norddeutschen von der Weser. Immer wieder gern gesehener Gast, die Bremer. Ganz sympathischen Trainer mit Frank Bender, dem 49-Jährigen. Also seit ich hier kommentiere, ist Frank Bender, glaube ich, schon dabei. Seit dem 01.01.2014 Cheftrainer der U16. Ganz ungewöhnlich im U-Bereich, wo immer wieder viel verändert wird. Ist Bremen da noch wirklich ein Ort der Beständigkeit? Ja, in vielen U-Mannschaften, auch der U19, wo ja Mirko Votava viele, viele Jahre Cheftrainer war. Und hier in der U16 eben Frank Bender. So, rein in die Partie. Es ist so das erste Kennenlernen, das erste Date, was wir haben mit den einzelnen Teams. Und haben gleich die erste große Möglichkeit durch Ada Temur. Timo auch Nationalspieler auf Abruf. Die Frankfurter eh sehr, sehr gut vertreten in der Nationalmannschaft. Haben auch hier wirklich ihre bestmögliche Truppe mitgebracht. Werden wir im Laufe der Partie auch noch ein wenig drauf eingehen. Auch ein Bremer Tor, übrigens Nationalspieler, Mio Backhaus. Hier der Schiedsrichter der Partie, Eugen Fritz vom FC Preußen Espelkamp. 33 Jahre. Hier das erste Tor für die Bremer. Torschütze Keke Maximilian Topp. Und das ist ein ganz interessanter Mann. Den merken wir uns mal für dieses Wochenende. Der hat in den 15 Spielen mal eben 17 Saisontore gemacht. Ist Top-Torjäger der Regionalliga. Und war letzte Woche auch beim Norit Cup in Dettelbach dabei. Das ist so das größte U16-Hallenturnier Süddeutschlands. Werder Bremen ist da Zweiter geworden. Und wertvollster Spieler des Turniers war eben jener Spieler, der jetzt gerade schon wieder abgeschlossen hat. Keke Maximilian Topp in Vollendung. Wir einigen uns hier auf Keke Topp. Den Top-Torjäger der Bremer. Also spannend wird das mit ihm. Da ist er schon wieder. Doppelpass gespielt. Und fast mit der nächsten Möglichkeit. Hier aber Ball geklärt von Luis Kolbe. Der übrigens für Frankfurt auch Nationalspieler ist. Also was die Namen angeht im U16-Bereich, haben wir eine absolute Top-Partie. Viel mehr geht nicht. Insgesamt dürften irgendwie 4, 5 Nationalspieler mindestens auf Abruf hier auf der Platte stehen. Gibt ja immer einen Kader, der jetzt zum Beispiel vor einer Woche in La Manga in Spanien war. Und dann eine Abrufliste. Wenn sich dann jemand verletzt, dann jemand nicht kann, wo Spieler nachrücken. Hier der Fehler. Bremen Spieler. Wir haben bei Bremen nicht alle Spieler Namen parat. Wir haben
bei ungefähr 7 Spielern vom Werder auf der Spielerliste keine Nummer eingetragen bekommen. Wir hoffen natürlich, dass sich das im Laufe des Turniers noch verändert. Der Treffer zählt. Lukas Franco. Ganz frech. Zugeschlagen. 1-1. Erste Signal der Eintracht. Da sie da sind, die auf die Frage, wie wollt ihr abschneiden, geantwortet haben, wie es sich für Sportler gehört. Wir wollen Turniersieger werden, wir wollen den Cup gewinnen. Jetzt der Wechsel bei der Frankfurter Eintracht. Nächster Block ja, im Feld. Ich bin noch dabei. Du guckst die ganze Zeit nur den Sportschnitt. So, schnell ausgeführter Freistoß. Nochmal gut mitgenommen. Den Ball dann nicht ganz sauber rübergelegt. Dementsprechend wieder die Möglichkeit für die Frankfurter. Bremen wieder mit Einspielern hinter dem Ball. Frankfurt kombiniert trotzdem. Ah, den Tunnel hat er nicht zugelassen. So nicht, Kollege. Den Ball darüber kriegen müssen. Dann war die Überzahl da. Jetzt geht's mit Mann und Maus auf den Ball und zwar erfolgreich. Also wildes Hin und Her gerade. Jetzt das Duell. Top eingefangen hier. Also hohes Tempo, hohe Intensität drin. Qualitativ gutes Spiel. Auch hier wird Fußball gespielt. Langer Ball, jetzt mal kriegt er nicht ganz verarbeitet. Mathis Richter. Medi Lune am Ball. Eine große Möglichkeit, nochmal quergelegt und dann überragend gehalten von Mio Backhaus. Da zeigt jemand, warum er den Adler auf der Brust trägt. Klasse reagiert. Vom deutschen Nationalkeeper. So, Freistoß für Bremen. Oh, wunderbar mit der Hacke rübergelegt. Nächster Schussversuch und der geht knapp über das Tor, da war aber Marcel Bonk im Tor der Hessen noch dran. Oh, jetzt ist wieder 4-Sekunden-Regel eng. Gute Balleroberung, gut rübergelegt. Frankfurt aber passt auf. Drei Minuten vor Ende der Partie. Beste Platzierung der Eintracht, übrigens 10 Jahre her. Ein dritter Platz und dem einen oder anderen, dem wird schon klingeln, denn vor 10 Jahren gab es ja auch eine der größten Stimmungshighlights überhaupt. Den vierten Platz der Mühlenkreisauswahl, denn genau gegen die gewann die Hessen dann dieses Spiel um Platz 3. Riesenmoment hier damals vor 10 Jahren.
Trainer waren damals Heinz Wingmann und Stefan Habmann, über den es auch im Turnierheft einen Bericht gab, der auch übrigens online auf der Homepage zu lesen unter www.freebackup.de. Ganz spannender Bericht über die Mühlenkreisauswahl im Jahr 2010. Wie gesagt, mit dem absoluten Highlight, dem vierten Platz. Und da die Hessen hier mit ihrem besten Turnierergebnis bei mittlerweile 11 Teilnahmen. Gibt es noch mal ein kleines Gespräch mit euch, Fritz. Nochmal klasse durchgetankt. Und natürlich Freistoß, das dürfte auch 2 Minuten geben. Und es war wieder Keke top. Ja, völlig richtige Entscheidung von Eugen Fritz. 2 Minuten gegen Lukas Danwoski Franco. Und da wieder dieses Tempo, diese Qualität von Top zu sehen. Unglaublich stark. Also ganz früh im Turnier schon. Ein Mann, der jetzt schon wieder trifft. Das ist ja sensationell. Da ist er groß im Bild. Also auf den werden wir uns richtig freuen dürfen. Nochmal. 17 Tore in 15 Saisonspielen für die U16. Und jetzt zum 2:1 für Werder Bremen. Rund 1 Minute vor Ende der Partie. Aber Fritz jetzt mehrmals im Spiel. Vorteil, das ist wieder top. Das ist wieder top. Und das ist die nächste Möglichkeit. Ball aber abgeblockt. Also stark. Einfach nur stark. Jetzt 40 Sekunden auf der Uhr. Noch ist Minimumpunkt drin für die Hessen. Fabian Ricardo Philippe Schwarz. Da ist er. Mit dem Freistoß. Backhaus. Klasse abgelegt. Nochmal gut gespielt. Das ist wieder top. Diesmal scheitert er. Behält jetzt den Ball. Behält jetzt den Ball. Das ist top. Dreht sich. Wunderbare Mitnahme. Und der nächste Treffer. Wieder eingeleitet von Top. Sensationell. Diese Mitnahme, diese Drehung. Extra Klasse. Und das war's. Werder Bremen, das hat nochmal richtig Lust und Laune gemacht. Gewinnt mit 3:1 gegen Eintracht Frankfurt. Wir sind gleich wieder da.